No. Heute gibt's Schweinefilet aus dem Dutch Oven mit einer passenden Sahnesoße dazu. Das wird mega, mega einfach. Und welche Zutaten du hierfür brauchst, die stehen auf dem Tisch. Du brauchst natürlich hier ein richtig schönes Schweinefilet. Das habe ich einfach mal in der Hälfte durchgeschnitten, damit es nachher auch in den Dutch Oven passt. Dann brauchen wir ungefähr so 10, 15 Scheiben Bacon. Dann ein richtig gutes Gewürz, passend hierzu Schweinsbratengewürz von Stay Spice. Dann brauchen wir einen Becher Schlagsahne. Später dann noch 2 Esslöffel Butter. Dann brauchen wir einen Esslöffel Brunch. Ich habe mir hier für den Kräuter Brunch entschieden. Passt richtig gut dazu. Und dann nachher zum Andicken von der Soße brauchen wir natürlich noch ein bisschen Mehlschwitze und natürlich als Soßengrundlage ein bisschen Brühe. Hier 150 Milliliter. Und das Ganze machen wir natürlich in einem Dutch Oven. Wie kann es anders sein, wenn es nicht mal zu viel ist? Dann passt bei uns alles in den 4,5er Dutch Oven von Barbecue Toro. Unser Lieblings-Dutch Oven. Der ist hier unten auch nochmal verlinkt. Ja, und jetzt würde ich sagen, jetzt halten wir uns gar nicht mehr länger hier auf, sondern fangen an, unser Schweinefilet zum Vorzubereiten. Wir werden jetzt hier einfach nur unser Schweinefilet mit dem Schweinsbratengewürz einwrappen. Nicht sparsam sein, weil da kommt natürlich dann nachher auch der ganze Geschmack dann her. Also überall kommt jetzt ein bisschen Schweinsbratengewürz drauf. Wenn ein bisschen daneben fällt, ist gar nicht so schlimm. Das tunken wir dann nachher einfach auf. Dann nehmen wir unseren Bacon, legen den richtig schön dicht einander. Jetzt nehmen wir hier unser Schweinefilet und dann wickeln wir das einfach in den Bacon quasi ein. So. Und den ziehen wir jetzt hier einmal so richtig schön rum. Aufpassen, damit der Bacon da nirgendwo aufgeht. Und dann drücken wir das Ganze noch ein bisschen an, damit der noch ein bisschen besser hebt. Wenn du Bock hast, kannst du natürlich da auch vielleicht noch ein paar Zahnstocher reinstecken, aber ich denke, das sollte hier genügen. Genau, und das machen wir mit dem anderen genauso. Jetzt haben wir hier unsere 2 schönen Stückchen. Jetzt würde ich sagen, bereiten wir unseren Dutch Oven vor und dann kommen die da rein. Gesehen, wir haben einfach nur unser Schweinefilet
dann von allen Seiten richtig schön angebraten. Dann kommt es kurz raus, dann machen wir unsere Soßengrundlage. Das heißt, da kommt einfach nur unsere Gemüsebrühe rein, dann wird es mit der Sahne abgebunden, dann richtig den Bratensatz unten lösen, damit sich richtig alles schön miteinander verbindet. Ja, und dann kommt ein großer Esslöffel von den Kräuterbrunch mit rein, dann wird alles mal ordentlich vermengt, dass es richtig auflöst. Dann kommt im Prinzip nur unser Schweinefilet wieder rein, Deckel schließen. Ja, und dann verteilen wir einfach die Kohlen relativ gleichmäßig, vielleicht ein bisschen mehr oben wie unten. Und dann lassen wir das Ganze jetzt einfach vor sich hin köcheln für ungefähr 30 Minuten. Bis dahin sollte unser Schweinefilet eine Kerntemperatur von ungefähr 74 Grad haben. Und jetzt sind wir schon soweit. Das war wirklich mega, mega schnell. Ich nehme jetzt hier einfach ein Stückchen von dem Schweinefilet in Soße und dann schieben wir uns das mal rein. Allein in der Soße könnte ich mir schon reinlegen. Ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben dafür. Wir wünschen dir einen richtig schönen Tag da draußen. Bleib gesund, bleib cool.